Ein ganz herzliches Moin hier aus dem wunderschönen Ostfriesland, ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid hier bei unserem YouTube Live. Wir wollen ja so ein bisschen Messerückblick machen. Letzte Woche waren wir auf der Light & Building in Frankfurt, haben dann natürlich ein paar Bilder mitgebracht, ein paar Videos mitgebracht. Aber vielleicht war der ein oder andere ja auch von euch live vor Ort oder aber auch nicht und möchte heute vielleicht nochmal das ein oder andere dazu wissen. Haben wir ein bisschen was für euch mitgebracht. Was heißt wir? Ich bin nicht ganz alleine. Der Pascal ist heute wieder mit dabei und ich übergebe ihm einfach mal direkt das Wort. Ja, habe die Ehre, ein seltener Gast. Das habe ich gelesen, dass ich zumindest selten hier bin. Aber nein. Überraschung. Genau. Ich hoffe, Yogi ist heute dabei. Aber ich weiß nicht, du müsstest dann gleich mal in den Chat schauen. Den habe ich diesmal nämlich nicht offen. Ja? Ich brauche ein bisschen Platz gleich zum Szenenwechsel, aber du hast den Chat immer im Blick, ne? Ja, immer. Müssen wir mal gucken. Aber da wir ja heute sehr thematisch speziell unterwegs sind, genau, wir haben den Stream ja auch angekündigt mit Messerückblick, ne? Ja. Und wollten euch ja noch mal ein bisschen was erzählen, was wir so letzte Woche vorgestellt haben. Und ja, Pascal, was meinst du denn? Wo wollen wir denn starten? Was würdest du denn gerne vielleicht mal? Also ich möchte natürlich einmal von dir wissen, Holger, wie war es auf der Messe? Ich war ja nicht da, ich war also ja schön zu Hause. Der ein oder andere, ist ja ganz witzig, war ja tatsächlich von euch auch bei uns am Stand, hat mich dann nochmal begrüßt mit seinem Chatnamen, sodass man dann wusste, um den ging es also. Ja. Für diejenigen, die nicht dabei waren, ist wirklich eine sehr, sehr große Fachmesse in Frankfurt, die Light & Building. Wir waren dort eben auch unterwegs, haben viele neue Produkte für 2024 vorgestellt. Viele natürlich auch viel Publikum natürlich vor Ort, ganz klar. Aber auch eine wahnsinnig anstrengende Zeit, muss man auch ganz ehrlich sagen. Ne? Ich habe ja Bilder und Videos verfolgt und ja auch hier mit hochgeladen und der Stand sah immer sehr voll aus. Der und ist super voll. Du musstest auch teilweise gegen die Lautstärke ankämpfen, das hat man sehr gemerkt. Ja, genau. Wir hatten gerade noch drüber gesprochen, ne? Das Video, das letzte, das Rundgang-Video, da musste ich wirklich schon verschreien und dann ist auch noch die Stimme weg gewesen, weil man einfach immer nur laut reden musste. Ja. Aber es war natürlich auch eine Freude, muss man ganz ehrlich sagen, sich so intensiv auszutauschen mit euch, mit dem Fachpublikum vor Ort. Hat schon richtig Spaß gemacht. Ja. 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 Das stimmt. Und hast du eine Frage dazu? Ja, natürlich. Du ja sagtest, zum Thema Vorbeikommen, Markus Hiebler, sage ich jetzt einfach mal. Hallo, wo bekomme ich die Tasse her? Und da kann man natürlich sagen, wenn du uns mal auf einer Messe siehst, da verschenken wir auch teilweise diese Tassen. Da gibt es wohl mal Rosis, da gibt es wohl mal Tassen. Kugelschreiber. Und Kugelschreiber oder aber auch durchaus mal einen Schraubendreher. Ja, also besucht uns gerne auf der Messe. Ja. Aber auch generell natürlich für einen netten Austausch, nicht nur um eine Tasse abzuholen. Ja, haben wir denn schon ein paar Fragen dazu? Weil sonst würde ich tatsächlich einfach mal kurz erzählen, was wir so vorgestellt haben. Genau, also im Chat sind ein paar Fragen, aber ich würde sagen, lass uns mal erstmal so ein bisschen sprechen vielleicht, weil einige Fragen, die ich hier sehe, werden sich auch im Gespräch schon beantworten lassen. Dann würde ich doch sagen, lass uns doch direkt mal mit dem Highlight anfangen, oder? Den neuen Heizkörperthermostat. Den neuen Heizkörperthermostat. Nein. Können wir auch nochmal drüber quatschen gleich. Aber ich denke da natürlich an die neue Homatic IP Home Control Unit. Ja. Die zeige ich euch nochmal ganz schnell. Ich habe da hier nochmal ein kurzes So, da seht ihr schon, also den Ton, den hatten wir jetzt vom Video einfach mal mitgenommen. Das ist die neue Home Control Unit, wird eine weitere Basisstation eben darstellen im Bereich Homatic IP, neben dem Access Point, neben der CCU3, der Pascal dreht hier gerade am Licht rum. Ja, du bist mir ein bisschen überbelichtet. So ein bisschen. Also, macht mir die ganze Präsentation zur Home Control Unit kaputt. Nein, wird also eine weitere Basisstation sein, neben Access Point, neben CCU3. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, wo liegt denn da der Unterschied? Ist eigentlich ziemlich simpel. Den Access Point, den haben wir hier ja auch schon sehr, sehr häufig besprochen, haben uns sehr viel mit beschäftigt. Der Access Point hat eine ganze Menge Basisfunktionen, die ohne Cloud auskommen, wie zum Beispiel Gruppenfunktionen. Aber es gibt eben auch so ein paar Abhängigkeiten von Cloud und Internetverbindung.
So zum Beispiel die Automatisierungsregeln oder aber auch einfach die Verbindung vom Smartphone rüber zu eurem Access Point. Und da setzt eben die neue Home Control Unit an. Alle Funktionen sind auch offline verfügbar, wenn ihr euch das wünscht. Das heißt, alle Automatisierungsroutinen können offline ablaufen. Auch die Verbindung Smartphone zu eurer Basisstation findet übers eigene Netzwerk statt. Wenn ihr zu Hause seid, wenn ihr hingegen nicht zu Hause seid, dann wird einfach unsere Cloud dafür verwendet. Ja? Also viel, viel mehr Funktionen, die eben offline zur Verfügung stehen im Vergleich eben zum Access Point. Ja. Kann man, ich glaube, so pauschal erstmal sagen. Ja, 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 das passt sehr gut. Ne? Natürlich gibt es auch noch so ein paar andere nette Gimmicks, aber ich war mir nicht sicher, ob da vielleicht schon die eine oder andere Frage zugekommen ist. Sonst würde ich es einfach mal anreißen. Genau, also es gibt jetzt ein paar Fragen dazu. Bitte, und zwar geht es einmal in Richtung CCU3, wie es damit aussieht und dann halt eben auch solche Geschichten wie Mediola. Ja, also da kann man natürlich gerade, was Mediola angeht, noch nicht so ganz viel zu sagen. Es ist ja eine neue Basisstation. Mediola muss natürlich erstmal wieder ein neues Plugin, ein Add-on dafür zur Verfügung stellen. Aber grundsätzlich sollte auch das möglich sein. Also ich wüsste zumindest nicht, was dagegen sprechen sollte. Ja. Aber da müsste man dann auch tatsächlich mal an Mediola herantreten, um mal fragen, wie das aussieht. Können wir zum aktuellen Standpunkt oder zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht so viel zu sagen. Genau, also was man aber festhalten kann, es wird eine Möglichkeit geben, mit Plugins auf der Zentrale zu arbeiten. Genau, es gibt eine Plugin-Möglichkeit und es gibt auch eine Entwicklerschnittstelle. Genau. Auf der Home Control Unit, ja. Und damit ist das natürlich so ein Stückchen näher auch wieder an der CCU3 dran, was die Funktionen dann angeht. Genau. Ja. CCU3 war noch eine Frage, was einfach grundsätzlich passiert? Also wir hatten ja angekündigt oder es wurde ja im Rahmen der Messe gesagt, dass es eine Möglichkeit geben wird, die CCU3 in einer Form einzubinden. Also und grundsätzlich könnt ihr natürlich erstmal auch eine CCU3 weiterverwenden, da spricht überhaupt nichts dagegen. Ja? Man muss jetzt nicht auf die Home Control Unit umschwenken, wenn man nicht unbedingt möchte. Aber es wird tatsächlich eine Möglichkeit geben, wenn ich CCU3-Nutzer bin, alle Geräte, die an dieser CCU3 angelernt sind, auf die neue Home Control Unit zu importieren. Und zwar vollautomatisiert. Allerdings nur die Geräte, nicht die zentralen Programme oder Skripte oder ähnliches, was ihr noch auf der CCU liegen habt. Es ist ein vollautomatischer Import aller Geräte mit der entsprechenden Beschriftung, aber die Funktionen, also sprich die zentralen Verknüpfungen und was man sonst in Form von Skripten etc. pp. Hat, wird nicht rüber importiert. Aber da gäbe es auch noch eine Variante. Variante 2 ist ja, die CCU3 als Gateway einzurichten. Das heißt, ihr habt die CCU3 weiterhin, ihr habt die Home Control Unit weiterhin, also betreibt beides parallel vom Prinzip und bindet die CCU als Gateway ein, dann habt ihr die Möglichkeit, mit der Homatic IP App auf alle Geräte zuzugreifen, die an der CCU3 angelernt sind. Und natürlich kann dann auf der CCU3 auch noch gewisse Logik liegen bleiben, wie zum Beispiel Skripte oder aber auch Automatisierungsregeln, zentralen Programme, das, was ihr eben vorher auch auf dieser CCU verwendet habt. Ja, genau. Was dabei ja noch ganz nett ist, das kann ich vielleicht noch ganz kurz anreißen, da die CCU3 ja in der Lage ist, Homatic und Homatic IP-Geräte zu verwalten, wird es also möglich sein, mit der Homatic IP-App Homatic-Geräte quasi zu verwenden. Genau, die an der CCU3 angelernt sind. Da gibt es aber natürlich zu berücksichtigen, das wird Einschränkungen natürlich, haben. Natürlich, natürlich. Ja, wie genau die aussehen, das wissen wir. Also wir beide heute wissen wir das zum Teil, aber über gewisse Sachen dürfen wir halt eben natürlich auch nicht sprechen. Also aber eine grundsätzliche Möglichkeit, diese Geräte erstmal mitzuverwenden, wird es geben. Genau, also auch da nochmal der Hinweis in den Chat. Ich habe gesehen, da gibt es schon wieder so ein paar Fragen, die werden wir teilweise heute nicht beantworten können. Ja, einfach, weil wir es zum Teil vielleicht gar nicht wissen. Zum oder weil wir es auch einfach noch nicht erwähnen. Genau, wollen wir halt eben die Information auch im Laufe des Jahres so ein bisschen mit euch teilen. Richtig. Ja. Ja. Also ich freue mich riesig auf die neue Zentrale. Verfügbar oder vorgestellt haben wir sie ja zumindest in den Farben Schwarz und Weiß. Hatten ihr, glaube ich, auch eine Umfrage zu gemacht? Es gab auf Instagram eine Umfrage, was der Favorit wäre. Ja. Mal eine Frage hier in die Runde. Ich kann was wäre denn euer? Ja, wäre noch besser. Was ist denn euer Favorit? Schwarz oder Weiß? Also tatsächlich, Pascal und ich, wir sind schon geteilter Meinung. Ich bin eher bei Schwarz, Pascal ist eher bei Weiß.
Aber hängt natürlich auch so ein bisschen mit der Innenausstattung zu Hause zusammen. Wie sieht das aus? Wo fügt sich Schwarz besser ein? Wo fügt sich Weiß besser ein? Ja, sind wir durchaus mal interessiert. Ja, und natürlich auch, ob ihr, wie ihr die neue Zentrale findet. Ja? Welche Funktion ihr besonders toll findet, würde uns natürlich auch interessieren. Pascal, ich muss die Frage so ein bisschen abkürzen. Ja, mach. Wir wissen ja, um was es geht, Pascal. Wir haben es ja erwähnt. Ja? Also ich kann hier leider nur Ja-Nein-Umfragen machen. Ja, dann macht es keinen Sinn. Ja-Nein? Ja. Ah, das ist ja doof. Ja, dann sagen wir einfach, Ja ist schwarz, Nein ist weiß. Nein. Dann schreibt das einfach mal in den Chat. Schreibt es doch einfach mal in den Chat. Genau. Und die, die es als VOD schauen, können es natürlich in den Kommentar packen. Ja, wollen wir mal übergehen zum nächsten Thema vielleicht, was wir noch so vorgestellt haben? Jetzt das Heizkörperthermostat? Jetzt das Heizkörperthermostat, ja. Nee, ich glaube, da gibt es noch ein anderes Highlight. Also ich habe tatsächlich von dem jetzt kein Video mitgebracht, von dem Heizkörperthermostat, aber... Nee, war auch nur Spaß. Also. Ich habe ein Video noch mitgebracht zu, ich muss mal reinklicken, ich bin gar nicht ganz sicher, Video 2, ich starte es einfach mal. Ja, ihr habt es gesehen. Also die neue Romatic IP-App haben wir auch eben auf dem Stand vorgestellt. Eine neue Plattform, die wir verwenden, um eben die App für Smartphones, Tablets, aber auch Smartwatches zur Verfügung zu stellen. Und Pascal und ich, wir innerlich lachen und schmunzeln wir, ja. Denn es kam ja so oft in der Vergangenheit eben die Frage nach Tablet-App und die Frage nach der Smartwatch-App. Und vor allen Dingen, Pascal, welche Frage kam von dir immer? Von mir? Kam von dir. Von natürlich. Mir kam immer nur die Frage, wie dein Duty-Cycle ist. Ja, aber. Die Duty-Cycle nicht. Ich denke an den Dark Mode. Ach so, der Dark Mode. Weil Pascal liebt den Dark Mode und musste jeder auch. Jeder liebt den Dark Mode. Jeder. Naja, also ich weiß nicht, das wäre ein bisschen übertrieben. Ja. Alle. Ich sag mal so 10% lieben den Dark Mode. Nee. Auf keinen Fall. Nein. Also Dark Mode war ja auch ein häufiger Wunsch von euch, dass wir das irgendwie mit in die App integrieren. Und haben wir vorgestellt tatsächlich auf der Messe den Dark Mode in der Homatic IP App. Ja. Ja, wird auf jeden Fall nochmal eine schöne Neuerung. Ah, Yogi ist jetzt da. Yogi ist da, schön. Ja. Herzlich willkommen, Yogi. Moin. Moin, Yogi. Genau, passende Frage zu Apple Watch auch möglich. Also Smartwatches umfassen ja natürlich auch die Apple Watch. Ja, auf der Messe haben wir es jetzt erstmal nur an einer Android-Uhr vorgestellt, ne? Ja, frag mich nicht nach Hersteller und ich weiß irgendwas nicht. Android-artiges. Den Hersteller weiß ich auch nicht. Also Pascal und ich, wir kennen uns ja im Android-Wesen nicht so aus. Ne? Nein. Da hätten wir Annika eigentlich hier dabei haben müssen. Die hat sofort gesagt, das ist... Also Annika guckt ja zu. Annika macht ja schon die Timestamps. Die weiß das ganz bestimmt. Kannst du in den Chat schreiben, welches Smartwatch das war. Genau, also ja, Apple Watch wird auch funktionieren. Ja. Ja, ist ganz cool. In so einer kleinen Übersichtsliste hat man dann seine Geräte, klickt das einfach an. Und dann öffnen sich die Produkte und ich kann zum Beispiel einschalten, ausschalten, Türen entriegeln, verriegeln, öffnen. Habt ihr, glaube ich, gerade in diesem kleinen Einspieler ganz gut sehen können. Genau, und Tablet hat man ja auch gesehen im Querformat. Ja, genau. Ich kann es sonst gleich, wenn wir nochmal kurz über die Fragen weggegangen sind, kann es ja nochmal kurz laufen lassen. Ja, das ist 13, 14 Sekunden lang. Mhm. Genau, auf dem Tablet haben wir dann eben viel mehr Platz im Querformat natürlich zur Verfügung. Können weitere einzelne Kacheln auch darstellen im Querformat und nicht nur die eine, so wie wir es jetzt hier sehen. Ja. Ja, genau. Gibt es noch weitere Fragen zur App? Zur App jetzt direkt nicht. Es gibt noch eine Frage zur HCU, die wir, glaube ich, auch noch beantworten können. Und zwar ging es da nochmal um das Thema der Cloud-to-Cloud-Verbindung, die wir momentan anbieten für HCU und Amazon Alexa, Google Home. Und hier der Kamerahersteller EasyVis. EasyVis. Genau. Wird es die mit der HCU auch geben, war die Frage. Da sich ja an der Cloud nichts ändert. Also ich habe nichts Gegenteiliges gehört. Nee, genau. Ja, ich habe jetzt nicht gehört, ja, das ist auf jeden Fall mit dabei. Ich habe einfach nur gehört, nichts Gegenteiliges dazu zu bekommen. Genau, man muss halt eben schauen, das wissen wir beide jetzt, glaube ich, nicht, wie sich das verhält, wenn man offline ist. Ich denke, da könnte es eher nicht der Fall sein. Offline wirst du keine Cloud-zu-Cloud-Kopplung haben. Das wird nicht funktionieren. Das kann nicht funktionieren. Ne? Ja. Aber
trotzdem die Gewissheit zu haben, dass meine Zentrale auch in all ihren Grundfunktionen weiterläuft, selbst dann, wenn die Internetverbindung mal nicht zur Verfügung steht, finde ich schon cool. Ja? Ja, also dann habe ich eben eventuell keine Kopplung mehr zu Philips Hue oder Amazon Alexa. Klar, das erfordert eine Internetverbindung. Ja. Das ist also den meisten sicherlich klar, aber wie gesagt, dass die Zentrale in den Grundfunktionen eben auch komplett offline betrieben werden kann, finde ich schon eine coole Neuerung. Mhm. Genau, auch dass man die App weiter nutzen kann, alles auch die App steuern nutzen kann, genau, Alarmmodus. Ne? Ja. Wobei das vielen ja auch gar nicht bekannt ist, dass die App immer sich eigentlich mit dem Cloud-Server verbindet und der Cloud-Server dann wieder mit dem Access Point. Du bekommst es ja eigentlich gar nicht mit. Du kriegst es nicht mit, außer deine Internetverbindung ist tatsächlich mal gestört. Dann würdest du feststellen, ich komme mit dem Smartphone eben nicht mehr über die App auf meine Geräte. Mhm. Das Thema wäre dann ja ebenfalls nicht mehr. Ja. Schön, haben wir noch eine weitere Frage, Pascal? Yogi fragt sich, ob er sein WLAN-Access Point behalten soll, weil die HCU ja auch Stand jetzt WLAN kann. Ob da was geht, kann man natürlich nicht so sagen. Ja, aber da hat Yogi auf jeden Fall nochmal ein interessantes Thema angeschnitten, das nämlich die neue Home Control Unit per LAN, aber auch per WLAN ins Netzwerk eingebunden werden kann. Ja, ja. Das ist so. Genau, auch ganz schön. Nett. Ja, ich lasse nochmal einfach, soll ich nochmal das Video laufen lassen? Zeig nochmal das Video. Ich lasse nochmal das Video kurz von der App, ja, ihr hört uns dann leider nicht, aber ich lasse es einfach. Ja, da hattet ihr ganz am Ende, glaube ich, auch den Dark Mode nochmal sehen können. Wunderschön. Haben wir auf dem Smartphone eben dargestellt und auf dem Tablet den klassischen, wie nennt es sich dann eigentlich, White Mode oder Light Mode? Oder? Nein, das ist einfach der Standard-Mode. Der Light Mode. Der 0815 Mode. 0815 Mode. Okay. Ich habe tatsächlich ein kleines Video auch noch mit. Ja. Ich meine, wir haben ganz, ganz viele Dinge vorgestellt, aber ich habe ganz kurzfristig hier gerade nochmal in der Streaming-Software so ein paar kleine Snippets hier reingefügt. Eins ist nochmal von Wired. Ich lasse es auch nochmal kurz laufen. Erzähle euch gleich nochmal kurz was dazu. Genau, in der Zwischenzeit. Entweder ist es bei dem ausgegangen oder nicht ausgegangen. So, da habt ihr nämlich gerade unsere kleine Wired-Stele gesehen. Und bei der Wired-Stele ist das neue Homatic-IP-Wired-Netzteil eben das Highlight auf der Messe gewesen. Ein eigenes Netzteil für das Wired-System mit 24 Volt und 4 Ampere. Ja, Pascal, du wolltest gerade irgendwie reinreden, als ich das Video gestartet habe. Ja. Es war noch mal eine Frage zur Home Control Unit. Ich weiß, zur App. Okay, ich weiß nicht, ob wir die schon beantworten können. Ja. Und zwar von Marcel, wird die App geupdatet oder wird zum Release eine neue App im Store veröffentlicht werden? Boah, ja. Also da können wir auch noch, also am Ende des Tages wird es wahrscheinlich auf ein Update hinauslaufen. Aber bis dahin, wir halten euch einfach auf den Laufenden. Ist noch ein bisschen hin, ne? Genau. So ganz genau kann man das noch nicht sagen. Ne? Nee. Aber halten wir euch auf dem Laufenden. Natürlich. Auf jeden Fall. Wie immer, klar. Natürlich. Ja, da werden wir uns natürlich dann auch sofort mit beschäftigen, sobald wir dann die Produkte verfügbar haben. Ja, die App halt eben auch. Ne? Ich meine, offen gesprochen, wir testen natürlich schon. Naja, gut. Ich meine, da brauchen wir kein Geheimnis drauf. Da müssen wir kein Geheimnis drauf machen. Nee. Also natürlich haben wir die App schon auf unseren Smartphones, auf unseren Tablets und testen fleißig, prüfen fleißig. Ja. Nutzen den Dark Mode natürlich auch sehr fleißig. Ich benutze den Dark Mode. Na klar. Ja, gucken wir mal. Genau, und dann irgendwann, denke ich, werden wir uns auch nochmal intensiver dann mit der App hier in dem Rahmen von Livestreams oder auch von Videos beschäftigen. Ganz bestimmt. Ja. Gut. Genau. Soll ich auch einfach nochmal ein kurzes Standbild zeigen? Zeig ein Standbild. Ja? Also nicht Standbild im Sinne, ja doch, es ist auch ein Standbild. Es ist ein Standbild vom Stand, vom Messestand. Ja, ich zeige es mal schnell. Aber ich mache mal Folgendes. Ich hole mir nochmal eben die Mikros hier dazu und füge die nochmal mit ein. Dann können wir nämlich auch nebenbei reden. Toll. Ja. Würde ich gerade nochmal die Chance ergreifen, die vielleicht du darfst die Chance ergreifen, aber ich habe das Bild hier schon mal von unserem Messestand. Aber ich mache dich trotzdem heller. Kannst du dich Du machst mich wieder heller. Ich ja, also wieder, hier sehen wir nochmal unseren Stand auf der Light & Building.
mit eben verschiedensten Stationen, die wir eingerichtet haben. Beginnen einfach nochmal ganz kurz. Hinten rechts haben wir Homatic IP Wired eben vorgestellt mit dem neuen Wired-Netzteil. Dann der zweite Stand von rechts betrachtet, von hinten rechts betrachtet, ist der Stand mit Wettersteuerung gewesen, aber auch Energiesensorik. Da sind wir nämlich nochmal so ein bisschen spezieller auf die Energiesensoren, auf die Interface eingegangen zum Thema IEC, LED-Zähler und Gaszähler. Dann vorne rechts die Station, da gab es eben das Thema App. Visualisierung auf dem Smartphone, Tablet und der Smartwatch. Übrigens auf der Rückseite, Pascal, habe ich gerade noch gar nicht erwähnt, haben wir das Push-to-Pair nochmal behandelt. Ah ja. Push-to-Pair ist für dich noch ein Begriff, ne? Nee, ich kenne Push-to-Pair. Du kennst Push-to-Pair noch, ne? Ja, ich war mir nicht mehr ganz sicher. Wer so aus der alten Homatic-Zeit vielleicht noch kommt, der weiß, dass man gewisse Produkte früher einzeln ohne Zentrale miteinander verbinden konnte. Man drückte die Anlerntaste auf Gerät 1, man drückte die Anlerntaste auf Gerät 2 und dann wurden die eben miteinander direkt verknüpft in ihrer Grundfunktion. Und das führt man eben wieder ein in verschiedensten Lösungen, so zum Beispiel im Bereich Heizungssteuerung, nämlich mit Heizkörperthermostaten, Fensterkontakten und Wandthermostaten oder auch in der Elektroheizungslösung mit Wandthermostaten und Schaltaktoren. Ja, da hat man dann auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit, auch ohne Basisstation mal so ein paar Grundfunktionen zu realisieren. Genau, also die Push-to-Pair-Lösung für die klassischen Heizkörperthermostate gibt es ja schon seit Jahren. Aber nur bei den Basic-Heizkörperthermostaten. Genau, bei den Basic-Heizkörperthermostaten. Ne? Genau. Nur bei den Basic-Heizkörperthermostaten aktuell. Richtig. Ja. Ganz im Vordergrund mit dem großen Bildschirm, da seht ihr dann die Home-Control-Units in den beiden Farbvarianten. Das war übrigens noch ein Bild vor Messebeginn, sehe ich gerade. Da haben die Kollegen mal was fotografiert. Ganz links außen, ja, da fehlt eine Station. Jetzt muss ich mal ganz kurz in mich gehen. Stimmt, da haben wir Heizungssteuerung ausgestellt. Heizungssteuerung unter anderem mit dem neuen Heizkörperthermostat, das du ja die ganze Zeit schon angesprochen hast, das Flex-Thermostat. Ja, ist ein neues Heizkörperthermostat mit E-Paper-Display, was ich richtig, richtig cool finde. Und vielleicht muss ich das mal vorbereiten für den nächsten Stream, habe ich leider nicht gemacht. Der ganze Einrichtungsprozess wird ja grafisch dargestellt auf dem Display mit Montage, mit dem QR-Code und. Habe ich mal aufgenommen bei mir zu Hause bei dem Testprodukt, das ich am Einsatz habe. Vielleicht spiele ich es das nächste Mal mal ein, da können wir mal einen Blick riskieren. Ja. Ja? Dann die vorletzte Station, da ging es ein bisschen um das Thema Rollladensteuerung, unter anderem auch mit den Plissés von Hunter Douglas, die ja mit Homatic IP Funkmodulen ausgestattet sind, aber auch ein Rohrmotor, ein eigener Homatic IP Rohrmotor wurde dort vorgestellt. Und die letzte Station ganz hinten links, die hat was beinhaltet, Pascal? Doorbird. Doorbird, ja. Ich gehe nochmal wieder kurz zurück zu unserem Live-Bild. Ja. Also Doorbird ist ja natürlich auch ein echtes Highlight, wie ich finde. Ja, finde ich auch. Neben der Basisstation für mich eigentlich das nächste größere Ding, muss ich ehrlich sagen. Für mich persönlich. Ja, das ist in Ordnung. Für mich persönlich ist das wirklich das nächste, also neben der Basisstation das die zweitgrößte tolle Neuigkeit auf der Messe, wie ich finde. Wir werden dann ja eine Doorbird-Implementierung in der Homatic IP-App haben. Und die sieht ein bisschen anders aus, als es vielleicht von EasyWiz kennt. Ja, bei der EasyWiz-App ist ja eine sehr einfach gehaltene Integration. Ja. Hier bei Doorbird wird wirklich voll integriert, wenn jemand an der Tür klingelt, das Live-Bild eurer Türsprechanlage in der App erscheinen. Ihr werdet auch die Möglichkeit haben, die Gegensprechfunktion zu nutzen. Ihr werdet die Möglichkeit haben, auf die Relais zuzugreifen, die so ein Doorbird-System bietet. Türen damit zum Beispiel zu öffnen, Zutrittskontrolle natürlich dann auch mit zu verwenden. Ja, wirklich eine tolle Sache und freut mich sehr, dass wir da jetzt Doorbird eben als Cloud-to-Cloud-Partner mit einbinden können. Zukünftig. Ja, die Videotürstationen sind ja schön, muss man ja sagen. Also ich mag die sehr gerne. Also ich sag mal so, für jeden dürfte eine dabei sein, denn es gibt einfach so viele unterschiedliche Varianten von Doorbirds. Aufputz, Unterputz, im Querformat, im Hochformat, mit Klingeltasten, ohne Klingeltasten, mit Displays und, ja. Ja. Und ich glaube dazu noch,
geschätzt 200 Farbvarianten. Ja, das stimmt. Die Dwarbert-Türsprecher gibt es in fast jeder Farbe dieser Welt. Mhm. Ja. Ja, also wirklich eine tolle Sache. Und da freue ich mich dann auch tatsächlich so auf die ersten Tests, wenn es dann so richtig losgeht. Ja. Sehr schön. Ja, genau. Haben wir denn noch so ein paar Fragen? Ja, wir haben noch so ein paar Fragen. Ich gehe noch mal auf die Standard-Meta-Frage ganz kurz ein, weil wir auf der Light in Building jetzt nichts dazu gesagt haben. Also können wir auch erstmal davon ausgehen, dass sich an unserer Position, wo wir ja nicht ganz klar sagen, dass wir es nicht machen, aber wir auch nicht ganz klar sagen, dass wir es machen, erstmal nichts geändert hat leider, aber wir behalten das Thema natürlich weiter im Blick. Also Holger und ich. Und wir sowieso. Intern natürlich auch. Und geben das natürlich weiter. Und halt eben auch zu Produktwünschen habe ich hier und da noch ein paar gesehen. Wie gesagt, alles, was wir jetzt... was gab es denn an schönen Produktwünschen? Ein Wasserzähler. Wasserzähler, ja. Ah, das ist auch so ein Ding, ne? Das lese ich auch immer wieder. Und ich habe jetzt in der Community tatsächlich auch schon erste Projekte gesehen, die haben den Gaszählersensor dafür verwendet. Mhm. Es gibt nämlich einige Wasseruhren, die haben Impulsausgang. Okay. Ja. Und dann gehe ich einfach an die Klemme vom Gaszähler-Sensor. Der hat ja einmal den magnetischen Reed-Schalter, aber zusätzlich auch noch zwei Klemmenkontakte, wo ich elektrische Leitungen eben draufführen kann. Und so könnte ich vom Prinzip auch eine Wasseruhr ablesen und auswerten. Ja. Ne? Aber klar, genau. Wäre natürlich ganz, ganz toll, wenn das direkt als Fertiggerät zur Verfügung stehen würde. Ja. Wird auch für mich ein tolles Produkt sein, ja. Mhm. Ja. Ja, also kann ich verstehen. Also Sachen ablesen ist ja immer ganz cool. Ja, ich finde auch gerade Wasser finde ich super spannend. Ich persönlich sogar noch interessanter als Gas, aber ja jeder hat da irgendwie so sein... Ja. Irgendwas im Fokus. Also ich würde es auch mitnehmen, bin ich ehrlich. Ja, ne? Aber ist jetzt nicht so, dass ich es gerade vermisse, aber... Ja, man stolpert immer mal wieder drüber, finde ich, ne? Ah, ich stolper nur einmal im Jahr darüber, wenn ich den Zettel von dem Wasserversorger habe. Ja. Also für dich wäre eigentlich eher interessant, die Endstände auswerten zu können. Ja. Also den Zählerstand quasi. Genau. Nicht, was du jetzt umgesetzt hast, sondern... Genau, ansonsten lebe ich in einem Zwei-Personen-Haushalt, ne? Da ist der Wasserverbrauch überschaubar. Das sieht bei uns anders aus, ja. Gerade auch so mit Gartenbewässerung und so, fände ich das schon super spannend. Ja. Ja, was haben wir noch als Produktwünsche gehabt? Viele. Super viele, genau. Irgendwie okay. Wärmemengenzähler ist ja auch noch dabei. Ja. Zu Dwarbert gab es noch die Frage, ob es, wird man ein Abo brauchen, um den vollen Funktionsumfang zu nutzen? Kann man die Dwarbert vom Glasdisplay aus bedienen? Also das mit dem Glasdisplay kann ich im Moment wirklich nicht beantworten, wie das aussehen wird, ja, welche Varianten man da hat. Das kann ja auch, wenn dann höchstens nur so ein Thema sein, wie auf die Ausgänge zuzugreifen. Ne? Also, dass man sagt, ich schalte einen Ausgang, öffne damit die Tür. Genau. Bezüglich Abo-Modell, ja, da bin ich tatsächlich auch nicht ganz sicher und bin auch nicht ganz im Bilde, wie das eigentlich aussieht bei Dwarbert. Ich weiß, die haben, glaube ich, ein Abo-Modell für den Fernzugang. Ne? Also, wenn du aus der Ferne die Videos dir anschauen möchtest und aufzeichnen möchtest, vor allen Dingen. Ja. Bin mir nicht sicher, ob das... Also ich bin da in dem Thema auch noch nicht so drin. Also ich meine, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Q4 haben wir ja da auf der Stele oder auf dem Tisch stehen gehabt. Wäre es dann soweit. Also das werden wir sicherlich noch mal in Zukunft in Erfahrung bringen. Ja. Ja, was von Seiten Dwarbert aus notwendig ist. Bei uns gibt es ja Stand heute kein Abo. Nein. Genau. Ja, von daher. Schön. Nächste Frage. Passt genau. Ja, und zu dem Glasdisplay vielleicht nochmal. Also, ob das bedienen können, wissen wir nicht, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird. Das als Sprechstation wird es nicht funktionieren. Genau, als Sprechstation nicht. Es hat kein Mikrofon. Nein, das wird nicht funktionieren. Das wissen wir. Es hat keine Kamera, es hat kein Mikrofon und als Sprechstation, als Innenstation wird es sicherlich nicht nutzbar sein. Nein, das glaube ich nicht. Das glaube ich auch nicht. Nein. Ja. Genau. Kann man schon was zum Team? Hier ist so dieser komische Button drüber. Das Team, nächste Mal blende ich mir auch wieder. Ach, Team 120 und HCU. Team 100 was? Ja, ich denke, es geht um die Geräteobergrenze. Ach, die Thematik. Maximale Anzahl an Maximale Geräten. Maximale Anzahl an Geräten. Na, ich könnte ja jetzt sagen, an der CCU kann man ja mehr als 120 Geräte anlernen. Ne? An der CCU ist das richtig, an der HCU aber wissen wir es noch nicht. Gateway? Ja, also an der CCU
Kannst du machen, was du willst. Ja, also, und wenn ich die als Gateway verwende zum Beispiel? Ja, das stimmt. Aber wir wissen ja auch, also ich weiß es zumindest nicht, vielleicht weißt du da mehr als ich. Ich weiß noch nicht genau, wie die Implementierung als Gateway aussieht. Ich weiß mehr, ja. Ja, aber das darfst du natürlich nicht sagen. Nein. Aber das darfst du mir sagen, wie die Kamera aus ist vielleicht. Deswegen machen wir voll. Deswegen machen wir jetzt Schluss. Ja. Können wir gleich uns nochmal austauschen. Ja. Genau. Nee, auf, aber auf so einer Messe ist man ja auch viel dann mit PMs und sowas am Gang und da fährt doch ein bisschen mehr. Ne? Ich habe gesehen, der ein oder andere von uns war da. Ja, 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 in der Tat. Das ist so. Und auch relativ lange sogar. Drei PMs hatten wir vor. Ne? Mhm. Mhm. Ja. Ja, und da erfährt man dann vielleicht doch nochmal das ein oder andere. Ja. Nee, aber ist ja auch gut. Ich meine, du kannst das Wissen ja auch gebrauchen. Ne? Naja, eigentlich jetzt nicht. Ne? Jetzt eigentlich eher nicht. Genau, also jetzt gerade natürlich nicht, aber für die Zukunft ist es natürlich schon gut. Die Zukunft ist natürlich nicht verkehrt. Dass das schon mal weißt. Ja. Ja, gut. Haben wir noch eine Frage? Genau. Ja, es gibt hier noch super viele Detailfragen zu HCU-Variablen. Wie sieht es damit aus? Geräteobergrenze, da sind wir jetzt ein bisschen vorbeigedribbelt. Ja, wir uns im Laufe des Jahres, ne, wenn wir uns ein bisschen näher der Home-Control-Unit nähern, natürlich ein bisschen mehr zu erzählen. Genau, genau. Es gibt auch auf unserer Webseite gibt's auch extra Newsletter für Home-Control-Unit-Interessenten von Numatic IV. Und dementsprechend, da kann man sich dann auch eintragen, da bekommt man auch über das Jahr verteilt immer ein paar Bröckchen. Also was, wie gesagt, einige Sachen wissen wir halt eben schon, wir wissen auch schon ungefähr, wann wir was grob erzählen können, wann halt eben noch nicht und wie die Reise halt eben weitergeht. Habt noch ein kleines Genau, habt da noch ein bisschen Geduld. Uns freut natürlich, dass ihr euch so interessiert für die neue Zentrale. Das ist natürlich ganz klar, aber so ein paar Informationen werden wir euch über das Jahr verteilt bis zum Release noch immer wieder zur Verfügung stellen. Also was man ganz klar sagen kann, ist, dass wir ja viele, viele Anregungen, die aus der Community gekommen sind, wirklich mitgenommen haben und umsetzen werden in 2024. Ja, das stimmt. Also mit der neuen App für Tablet, mit Smartwatch-App, mit Dark Mode, mit einer neuen Zentrale, mit mehr Möglichkeiten. Also wirklich auf viele Dinge ist man da eingegangen. Genau. Wir machen ja auch immer so eine Anwender-Feedback-Runde intern. Mhm. Und, Ich glaube, ich bin auch jetzt das erste Mal dabei. Ich nicht zum ersten Mal, ich mache es ja schon ein paar Jährchen. Und ich habe mal die Listen aus den letzten Jahren so durchgeschaut. Sie werden kürzer, ja. Das ist tatsächlich so. Ja. Und dieses Jahr wohl ganz besonders. Also in den letzten Jahren mit Messdatenanfassung und so weiter ist schon viel passiert. Das ist auch natürlich echt ein Klopper gewesen, ne? Messdatenverarbeitung, ja. Da ist schon was dabei. Ist natürlich auch eine coole Sache und eine runde Sache jetzt gerade im Bereich Energieerfassung, ne? Dass wir da die Messdatenerfassung haben. Mhm. Was wir übrigens gerade gar nicht angerissen haben, Pascal, ist, dass ja auch die neue Zentrale EE-Bus kompatibel sein wird, ne? Das stimmt, ja. Das ist ja für den einen oder anderen vielleicht auch nochmal eine interessante Information, also ein bisschen im Bereich Energiemanagement, Wärmepumpen, Wechselrichter und, ja. Die man dann eben mit einbinden kann. Genau. Ja. Auf jeden Fall. Dann gab es noch hier ein Feedback vom Sascha. Er fand es schade, dass wir von der Messe keine Live-Videos angeboten haben. Ganz ehrlich, wir haben uns gerade schon zu ausgetauscht. Das war echt ein Thema, kurz bevor wir hier gestartet sind. Das stimmt, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, jetzt nach der Pandemie und so weiter war es ja wirklich der erste große Messeauftritt wieder für uns. Das ist so. Und wir tasten uns natürlich jetzt auch nochmal so ein bisschen. Ich denke, für die nächste große Messe, welche auch immer das jetzt sein wird, haben wir das geplant. Denke ich, werden wir das schon umsetzen. Das werden wir planen, auf jeden Fall. Ja. Denke ich auch. Wenn es die Möglichkeiten gibt, dann sollten wir das. Was wir tatsächlich festgestellt haben, ist gerade die Akustik ist natürlich schwierig. Ne? Auf so einer Messe, wir hatten es jetzt im letzten Video gesehen, selbst mit Ansteckmikrofon, es ist einfach so wahnsinnig laut, dass Töne, Audio, alles übersteuert wird, kratzig klingt und. Da muss man mal gucken, wie man das dann gelöst bekommt. Ja. Genau, wie gesagt, Messestand war ja auch gut besucht. Vielen Dank nochmal an alle, die da waren. Absolut, auch von mir ein ganz, ganz herzliches Dankeschön. Ja. Und war auch echt cool, mal den einen oder anderen hier aus der Community kennenzulernen. Ja. Mhm. Genau. Ja, auch hier gibt es nochmal eine Frage, was ist mit Modbus und so weiter. Ich verstehe halt eben auch die ganzen Fragen. Ich habe auch gesehen, es gab den ein oder anderen, ich sag mal, spitzfindigen Kommentar dazu, zu dem Thema Modbus. Ja? Da muss ich mal erzählen. Ja, also wir haben ja EE-Bus angekündigt. Ja, genau. Modbus halt eben natürlich nicht, aber die Zentrale ist ja eine Zentrale, die sich
A, jetzt gerade noch Entwicklung befindet und B, ja auch weiterentwickeln wird. Ja. Und sie hat ja nun mal eben auch noch das Potenzial, weitere Schnittstellen in Zukunft anzubinden. Und mit Entwicklerschnittstelle. Genau, und auch ob und welche das sein werden, das ja. weiß ich heute natürlich nicht. Aber ich denke, da wird halt eben noch viel möglich sein. Und EE-Bus ist halt eben breit vertreten, muss man sagen. Und dementsprechend, denke ich, ist es keine verkehrte Wahl gewesen. Ja. Genau. Wird es wieder ein User-Treffen geben? Die Frage habe ich übrigens auch mehrfach gehört auf der Messe tatsächlich. Das ist ja so eine Sache, das liegt ja nicht rein an uns. Ne? Das ist ja vor allem von der Community veranstaltetes Treffen gewesen, und wo wir ja gerne unterstützen. Aber es ist witzig, das weiß kaum jemand. Ja. Ne? Ja, die meisten vermuten dahinter, dass das von uns ja eben veranstaltet wurde, genau. von uns organisiert wurde. Also wir waren natürlich immer gerne mit dabei und haben natürlich viel geholfen. Ja. Klar. Und es war auch immer schön, aber das, wie gesagt, ist keine reine Veranstaltung von uns. Ja. Richtig. Aber ich hätte auch mal wieder Lust. Ja. Wie sieht es mit dir aus? Ja, also ich war ja leider nur auf einem User-Treffen. Okay. Danach kam ja nun mal eben Corona. Ja, und, leider. Aber das fand ich ganz schön. Ich glaube, drei habe ich, glaube ich, mitgemacht. Drei User-Treffen. Ja, das kommt ungefähr hin. Ja, aber war echt immer eine coole Zeit, ja. ja. So ein richtiger Extremaustausch, ne? Ja, die Leute sind da natürlich tief im Thema drin, aber es ist auch einfach schön zu sehen, wie intensiv man sich auch mit dem Thema beschäftigen kann. Fand ich auch immer ganz cool. Es gab dann ja meistens schon mal so ein paar Entwicklungsmuster, ne, über die man vorher noch nicht gesprochen hatte. Die hat man dann mit hingebracht zum User-Treffen. Das war schon eine coole Zeit, ja. Auf jeden Fall. Ja. Oder wenn unser Entwickler, ich sage jetzt nicht wer, aber unser Expertenparameter-Versteher seine Vorträge da gehalten hat. Richtig cool. Ja. ja. Also ich habe Expertenparameter übrigens immer noch nicht verstanden, aber... Ja, Pascal muss sich das nochmal erklären lassen. Genau, alleine dafür bräuchte man einen User-Treffen. Schön, haben wir denn sonst auch noch ein paar Fragen vielleicht mal nicht zur Messe? Also vielleicht nochmal so ein paar Produktfragen, ein paar App-Fragen. Programmierfragen oder. Wir brauchen uns ja nicht heute ausschließlich nur mit Messe beschäftigen, aber wir wollten euch natürlich schon gerne nochmal zeigen, wie so die letzte Woche aussah, was wir vorgestellt haben, was so im Fokus stand und natürlich euch auch die Möglichkeit geben, ein paar Fragen dazu zu stellen. Genau, hier gibt es eine Frage von Arndt Burgers. Mhm. Ich möchte eine Gartenwerkstatt sowohl feuertechnisch überwachen als auch den Rauchwarnmelder als Sirene benutzen. Ja. Also es ist ein Rauchwarnmelder, ne? Das muss ich als erstes einmal ganz kurz anmerken. Es ist kein Feuermelder. Feuermelder reagieren ja in der Regel nur auf Hitze. Mhm. Das hier ist ein Rauchwarnmelder. Also das muss man schon mal einmal dabei berücksichtigen. Und er kann als Alarmsirene natürlich mit eingesetzt werden. Ja. ja. Oh, eine Sache heuer, die immer noch aussteht. Oh, was haben wir vergessen? Die Messdaten in der Excel-Tabelle einzufliegen. Ach, das haben wir immer noch nicht. Ja. Ach, das ist ja doof. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Also ich habe das Video tatsächlich wiedergefunden. Ich habe lange gesucht, wo es war. Ja. Ob wir das sonst vielleicht mal hochladen und irgendwie im Kommentar irgendwo vielleicht mit einfügen? Ja, ich würde es einfach mal auf dem Kanal hochladen und dann würde ich unter dem Stream hier ich als Kommentar dieses Video mal anpinnen. Ja. Das nicht ein klassisches Standardvideo ist. Genau. Die Ansprüche mit Intro und so weiter meinerseits ja ein bisschen höher. Ja, da gibt es kein Intro bei dem Ding. Das ist einfach nur ein Video. Aber jetzt eigentlich ein Intro singen. Ich mach das noch, ja. Sing ein Intro. Also ich finde, du kannst mal interessieren. Ja. Immer hohe Ansprüche, der Pascal. Ja, du hast das schon nicht einfach, ich weiß. Ich weiß. Ja. Weiß. Ja, du kriegst auch schon graue Haare langsam. Ja, krieg ich echt wirklich. Die ersten grauen Haare machen sich hier breit, ja. Gern geschehen. Wo kommst du wohl her, ja? Von mir nicht. Ja, ich weiß ja nicht. Ich weiß schon. Nein, also lass uns das doch vielleicht tatsächlich so machen, dass wir es auf den Kanal hochladen. Und verlinken. Ja. Also ich habe da mal ein kleines Bildschirmvideo zu gemacht zum Excel-Export von Messdaten. Eine Frage, weil jetzt noch ein paar dazugekommen sind, die hat mir schon mal beantwortet, aber vielleicht können wir sie einfach nochmal beantworten. Es geht nochmal darum, wenn man Homatic-Geräte über die CCU mit der HCU einbindet, kann man die in der App steuern. Mit der Home Control Unit. Genau, mit der Homatic IP Home Control Unit, richtig. Aber ich habe es hier vorgelesen, da steht HCU. Ja. Aber es ist die Home Control Unit. Es ist die Home Control Unit. Ja, es ist die Home Control Unit, genau. Absolut. Ich mag hier keine Abkürzung hören. Ich mag das auch nicht. Abkürzung. Also ob ich über die App dann die Homatic. Klassische Homatic. Ja, genau. So ist es tatsächlich geplant. Aber nur, wenn ihr die CCU als Gateway einbindet. Das würde auch bedeuten, ihr habt weiterhin parallel die Home Control Unit und die CCU3 im Betrieb.
Dann wird es aber die Möglichkeit eben geben, auf Homatic-Geräte zuzugreifen, über die App, über die Homatic IP-App. Alternativ können dir alle Geräte aber auch direkt an die Home Control Unit anlernen. Dann braucht man keine CCU3, dann lassen sich aber natürlich keine klassischen Homatic-Geräte darüber in Betrieb nehmen. Wenn ich CCU3 als Gateway implementiere, dann habe ich auch den Fernzugriff. Nochmal bitte? Wenn ich die CCU3 als Gateway implementiere, dann habe ich auch den Fernzugriff über die Homatic IP. Dann hast du den Fernzugriff, ja. Über die Homatic IP Cloud. Über die Homatic IP Cloud greifst du quasi auf die Home Control Unit zu, an der als Gateway die CCU3 hängt. Wahnsinn. Mit all ihren Geräten. Das ist schon cool, ne? Wahnsinn, was technisch. Ja, ich finde, das ist echt eine saubere Lösung. Ja. Wenn du zu Hause bist, brauchst du die Cloud nicht. Außer eben für Zusatzdienste wie Amazon Alexa, Philips Hue, eben die Cloud-to-Cloud-Kopplung. Ja. Und wenn du unterwegs bist, dann nutzt du die halt. Ja. Mhm. Genau, und er hat seine Frage ergänzt mit den Rauchwarnmeldern. Wie kann man verhindern, dass einzelne Rauchwarnmelder automatisch mit den anderen bereits vorhandenen verbindet? Das ist Teil 1 seiner Frage. Das kann man nicht verhindern. Nein, das kannst du hier tatsächlich mit diesen Rauchwarnmeldern nicht verhindern. Sobald du die anlernst, sind sie auch automatisch miteinander vernetzt. Das mit diesen Rauchwarnmeldern ist das so. Ja. So ist das. Mit diesen Rauchwarnmeldern ist das so. Ja, das ist so. Ja. Was lachst du denn so? Nur so. Nur so. Ja. Ja, also tatsächlich ist das so mit diesen Rauchwarnmeldern. Mit diesen Rauchwarnmeldern ist das. Genau. Genau, kann man auch die App so programmieren, dass solange es brennt, dass das Licht brennt, nur solange der Taster gedrückt wird. Das stimmt nicht ganz. Das ist nicht richtig. Mit der CCU geht das. Aber er hat ja mit der App gefragt. Ach, hat er gesagt? Ja, ja. Aber er kann ja auch vielleicht eine Drittanbieter-App für die CCU meinen. Ja, klar. Er kann oder auch, steht der AP für Access Point? Ja, nee, da steht App. Nee, also tatsächlich, mit der Cloud-Variante und dem Access Point geht das nicht. An der CCU3 kann man sowas machen. Hm? Genau. Habe ich nämlich auch schon mal programmiert. Ein Totmann-Schalter eigentlich. Ja. Nennt sich das. Solange ich drücke, schalte ich die Spannung durch und sobald ich den Taster löse, wird die Spannung weggenommen. Hm? Toll. Wirklich gut. Hm. Ja. Genau. Wird es mal einen DIM-Aktor mit Tastereingang geben und wird es batteriebetriebene Geräte, zum Beispiel Tasterschnittstelle, auch als 230 Volt? Also zu diesem DIM-Aktor mit Tastereingang kann ich tatsächlich mal was erzählen. Das war nämlich wirklich ein Thema auf der Messe. Wir machen ja auch immer nach der Messe nochmal so eine kurze Besprechung in der gesamten Vertriebsrunde. Alle, die eben auf dem Messestand unterwegs waren und ihre Eindrücke mitnehmen. Und das Thema DIM-Aktor-Unterputz mit Tasterschnittstelle oder mit Nebenstelleneingang spricht man ja eigentlich von, wurde dort mehrfach thematisiert, ja, weil es eben auch im alten Homatic-Programm dieses Produkt gab, jetzt aber nicht mehr gibt. Mal gucken, was da passiert, ja, aber ihr könnt euch sicher sein, es wurde wirklich an höchster Stelle platziert. Genau. Ja. Also generell ist es ja so, wir sind ja ein Hersteller und wir wollen natürlich gerne Sachen verkaufen. Und dementsprechend ist es natürlich für uns sehr klug, Sachen zu entwickeln, die Leute die man auch braucht. Ne? Ja. Und von daher, wenn der Bedarf entsprechend kommuniziert und bekannt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, als wenn nicht. Aber ich sage wirklich, in dieser Runde, die wir immer nach Messeende hatten, wäre es nicht besser zu platzieren gewesen. Ja? Es war wirklich die beste Möglichkeit, diesen Wunsch nochmal anzubringen. Ich habe die Runde schon vor Augen, wenn ich ehrlich bin. Ja, du weißt ja, um wen es ging. Ja, klar. Ja. Ne? Ja. Und komm, ist gut aufgehoben da. Denke ich auch. Ja. Schauen wir mal, ob da was passiert. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So ist es. Ja. Ja, was haben wir noch als Frage? Ansonsten mache ich noch mal einmal kurz eine Kleinigkeit hier offen. Ich habe noch mal so eine kleine Terminliste hier für euch. Genau, Till Seemann hat noch eine Frage. Ja, dann lass mich erst noch über meine Termine sprechen. Ja. Falls ihr euch nämlich noch gar nicht so richtig mit Homatic IP auskennen solltet, für euch das ein ganz neues, frisches Thema ist, dann haben wir auch Online-Seminare für euch. Gerade diese Woche laufen nämlich wieder einige. Das Grundlagenseminar zum Access Point könnt ihr euch kostenlos anmelden, läuft dann am 12.03. eben live. Wir haben ein Funk- und Wired-Seminar, auch eben zum Cloud-System. Wir haben ein Grundlagenseminar auf Englisch auch nochmal mit dabei diesen Monat. Also wer Lust hat und eben lieber, dass sich das Ganze auf Englisch anschaut, kann auch dort teilnehmen. Raumklima, also alles, was mit Heizungssteuerung zu tun hat, sprich
Elektroheizung, Fußbodenheizung, klassischer Radiator ist mit dabei und Smart Up Your Light ist dann ebenfalls nochmal am 15.03. Also Thema Lichtsteuerung nochmal so ein bisschen beäugt mit DALI, mit RGBW und. Das ist ein super interessantes Seminar. Und wer die Produkte wirklich mal live sehen möchte, unser Roadshow-Truck, der ja immer quer durch Deutschland fährt, nicht quer, aber ich sag mal mehr oder weniger im Kreis durch Deutschland fährt, der ist in dieser Woche in Mainz unterwegs. Ja, also so ein Einsteigerseminar auf Spanisch würde ich mir auch gerne anhören. Da müsste ich mal mit Michael sprechen. Aber wenn du das mal ohne Hilfsmittel Ohne Hilfsmittel, das ist richtig. Würde ich gerne mal auf Spanisch. Nee, das kann ich nicht. Naja. Also ein bisschen Französisch kann ich noch, aber... Ja. Da würde ich mich schwer mit tun. Genau, dann noch schnell die Frage von Till Seemann. Bitte. Ich wollte gerne mit einem Fensterkontakt eine Hue-Lampe für 20 Sekunden einschalten. Leider funktioniert das nicht. Ja, das ist richtig. Sie bleibt immer an, egal was ich einschalte. Ja, das ist richtig. Das hat mit der Cloud-to-Cloud-Kopplung zu tun. Man kann in dieser Cloud-to-Cloud-Kopplung keine Einschaltdauer übermitteln. Das ist nicht möglich. Ja. Genau, also wir können die zwar senden, aber bei Philips Hue kommt da nicht. Genau, so ist es. Ja, also man kann nur Einschaltbefehle oder Ausschaltbefehle rüberschieben, aber keine Einschaltdauern. Ja. Das bietet die Cloud dort einfach nicht. Genau, dann eine Frage von Nasko Milev. Die Frage habe ich ein paar Mal gesehen. Also sie werden wir nicht beantworten können, aber weil er nochmal gefragt hat, lesen wir sie jetzt vor. Ja. Wird es nochmal eine eigene Überwachungskamera von uns geben, Holger? Ich weiß es nicht. Weiß ich auch nicht. Also ich weiß es wirklich nicht. Die Sache ist halt eben, die macht es aus unserer Sicht Sinn, eine eigene Kamera zu entwickeln bei den so vielen Kameraherstellern, die es auf dem Markt gibt. Keine Ahnung. Man soll ja niemals nie sagen. Genau. Ne? Also ich glaube, das trifft es ganz gut. Ja. Ne? Aber zum aktuellen Stand oder aus aktueller Sicht sehe ich das im Moment nicht. Deswegen machen, sagen wir dazu, ein ganz klares vielleicht. Ein ganz klares Jein. Genau. Dann gab es noch die Frage, und da muss ich mal eben schauen, dass ich den Link einmal im Chat poste, ob es eine Terminübersicht zum Roadshow-Truck gibt. Ja, gibt es tatsächlich. Kann ich jetzt leider nicht in der Streaming-Software so schnell öffnen. Ja, aber ist tatsächlich verfügbar. Du kannst ja den Link eben kopieren, sicherlich. Ich kopiere schon. Gibt es, ja. Und dann könnt ihr euch da die Termine einmal anschauen. Genau. Viel Spaß. Da sind dann auch die ganzen, nicht die ganzen, aber ein Teil unserer Kollegen vor Ort, die euch dann zu den Produkten beraten können. Da ist ja eigentlich jedes Produkt auch irgendwie verfügbar, auch eingebunden in einer Live-Demo. Also schaut euch das ruhig mal an. Das ist wirklich ganz, ganz cool gemacht. Genau, noch eine Frage zum Access Point von dem User KB. Mhm. Er benutzt den DRSI4, das ist ja der Vierfach-Schaltaktor für die Hutschiene mit Eingang. Mit 4 Eingängen, genau. Wird benutzt, um Rollläden zu steuern, wird aber bei Licht und Beschattung angezeigt. Ja, bei Licht und nicht bei Beschattung. Dann hast du den falschen Aktor gewählt. Genau. Kann man das zuweisen? Nee, ganz so nicht. Du hast den falschen Aktor tatsächlich ausgewählt. Du hättest den DRBLI4 gebraucht und nicht den DRSI4. Genau. Das tut mir echt leid, aber das ist einfach der falsche Aktor. Ja. Den du gewählt hast, der ist für Steckdosen oder für Deckenleuchten gedacht und deswegen lässt er sich auch nur zum Thema Licht und Beschattung hinzufügen. Ja. Ist auch technisch anders aufgebaut. Also es ist nicht so simpel, dass man jetzt sagen kann, ich nutze jetzt den Relaisausgang einfach, um dann mit dem Roller anzufahren, weil man braucht ja ein Wechselrelais an der Stelle. Ne? Und eigentlich sogar zwei. Man hat ein Wechselrelais und ein Relais davor noch, das die Spannung durchschaltet. Ja. Ja, weil man ja auch verhindern will, dass man beide Richtungen gleichzeitig betätigt. Richtig. Nee, also da müsstest du dann tatsächlich den DRBLI4 dir beschaffen. Mit dem geht das. Genau. Also der Schaltaktor für Wucci-Montage. Nicht, sondern ich nenne der Rolleraktor. Wir mögen doch keine Abkürzungen. Du magst keine Abkürzungen. Oh. Aber dem Produkt. Okay. Er sagt aber, es ist der richtige, weil er potenziell freischalten muss. Also ja, aber dann geht es nicht. Ist quasi eine. Aber der DRSI4 schaltet nicht potenzialfrei. Der schaltet doch nicht potenzialfrei. Weiß ich gerade nicht. Nee, ich auch nicht. Aber was du ja machen könntest, ich meine, das geht nur, wenn du ausgebildete Elektrofachkraft bist. Man könnte ein Koppelrelais hinten anschließen an den Ausgängen vom DRBLI4. So rum. Ja.
Oder du musst mit dem Wired-System arbeiten. Genau, der andere ist halt nicht potenzialfrei, steuert bei mir ein Funkmodul. Okay. Ja. Hm? Nee, aber das kann man da nicht machen. Nee, das geht leider nicht. Die Zuweisung ändern lässt sich da nicht. Okay. Ja, und er ist sich sicher, er schaltet potenzialfrei. Okay. Aber gut, er hat es auch bei sich im Einsatz und es brennt nicht. Also ja. Da ist er schon mal... Ja, es gibt ja noch so ein anderes Thema, das man beachten muss. Das Gerät ist ja ein 230-Volt-Gerät. Hm. Und es gibt gewisse Normen, die verhindern, dass du in einem 230-Volt-Gerät Kleinspannung schaltest. Und das könnte hier dann ja passieren in diesem Fall, dass zum Beispiel 24 Volt oder sowas geschaltet wird. Hm. Und das ist immer zu betrachten, auch in Abhängigkeit der Abstände der Leiterbahnen zueinander und. Nicht jedes Gerät darf man einfach mit 230 Volt und 24 Volt beschalten. Ja. Da gibt es ganz, ganz viele Normen und Vorschriften zu beachten. Ja, nicht alles, was man machen kann, darf man machen. Ja gut, aber das ist natürlich, so oft im Leben. Da ist natürlich der Nutzer selber für verantwortlich. Ja. Wir empfehlen es ja nun mal eben nicht, genau. Aber wenn er es machen möchte. Also wirklich, ich würde so einen Fall immer mit Koppelrelais machen. Gibt es ja auch schon Fertiglösungen zu, ja, muss man eben nur auch anschließen dürfen. Ja, aber sonst kommt halt eben die... Die was? Elektrofachkraft. Die Elektrofachkraft, natürlich. Ja, klar. Genau, wie Michael gerade sagt, dein Lieblingswort. Ja, also ich finde das aber auch... Das klingt manchmal so ein bisschen, als würden wir uns darüber lustig machen. Ne? Ist es aber überhaupt nicht. Nein. So ist es nicht gemeint. Nur, ich meine, wir haben auch schon so viel Mist gesehen, muss man ja ganz ehrlich mal so sagen. Ja? Auch Mist gemacht. Auch früher vielleicht mal selber Mist gemacht. Ne? Auch das kommt ja vor. Und wenn man sich das aus heutiger Sicht tatsächlich mal kurz durch den Kopf gehen lässt, boah, was hast du da eigentlich damals gemacht oder was hast du da auch schon gesehen? Das ist lebensgefährlich gewesen. Ja. Ja? Anders kann man das nicht beschreiben. Das stimmt. Und deswegen lass da die Elektrofachkraft dran. Die weiß, was sie tut, so hoffe ich zumindest. Ja? In aller Regel ist das so. Ja. Und geht da nicht selber bei. Ja, das stimmt. Es geht, so ein Stromunfall ist schneller passiert, als man sich vorstellen mag. Mhm. Dann Hase for Fun, kann man die Stellgrößen der FileMod C12 in der App anzeigen? Nein, das ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Wir haben das schon mal weitergegeben, ja. Stellwinkel quasi in Prozent auch in der App darzustellen, weil es auch tatsächlich in der CCU möglich ist, aber da haben wir noch keine neuen News bis genau. Jetzt nichts weiter zu erfahren. Ja. Aber weitergegeben ist das Thema. Und grundsätzlich können die Produkte das. Es ist eben nur eine Frage der App-Einbindung. Mhm. Ja. Ja. Das stimmt. Und damit würde ich sagen... Alle Fragen? Bitte? Echt alle Fragen? Das ist ja nicht mal eine Stunde gewesen. Ja, nö. Es waren hier so ein paar Fragen immer da, auch zur HCU. Viele Fragen davon können wir halt eben noch nicht beantworten, deswegen bin ich da jetzt kein großer Fan davon, die alle vorzulesen. Nein, das stimmt. Nein. Also wie gesagt, wir können uns noch nicht zu allen Dingen äußern, was die neue Home Control Unit angeht, nicht HCU. Ja? Die Homatic IP Home Control Unit. Ja, die Homatic IP Home Control Unit, ja, so ist es. Aber im Laufe des Jahres wird es dann natürlich immer wieder neue News geben, ja, Infos geben. Ja, genau. Seid da gespannt und bleibt da vor allen Dingen auch. Aktuell hat sie auch das Schild Q4, das können wir natürlich vielleicht noch sagen. Ja, das stimmt. Q4 ist von uns anvisiert, dieses Jahr Q4. Und bis dahin haben wir noch ein bisschen Zeit und können euch mal das ein oder andere Highlight oder die ein oder andere neue Information dazu sicherlich auch mal hier in dem Rahmen präsentieren. Ganz bestimmt. Ja. Und ansonsten, wie gesagt, bei uns auf der Webseite findet ihr extra Newsletter für HCU, Home Control Unit Interessierte. Ne? Wir mögen ja keine Abkürzung mehr. Du liebst die Abkürzung. Es wird sehr automatisch, ne? Aber es ist natürlich die Home Control Unit, das ist ja ganz klar. Ja, ja. Du orientierst dich immer noch an der CCU, ne? Nein, nee? Niemals. Niemals. Am Access Point. Aber du sagst doch auch nicht AP. Nein. Oder? Wäre ja auch HAB. Dann müsstest du ja AP sagen. Oder HAB sagen. Müsste ich eigentlich HAB müsstest du ja sagen, genau. Ja, sag ich aber nicht. Machst du auch nicht. Nee. Ja, dann. Aber Home Control Unit ist halt eben auch schön. Ja, absolut. Ja. So ist das. Gut, also. Aber jetzt sind noch Fragen reingekommen. Sind doch noch welche gekommen. Ja, dann leg Logo los. Natürlich. Zeit haben wir. Kurz, ja. Also ich geht. Passvoll weiß ich nicht, wo ich. Genau, Hugo ist noch mit am Start. Hugo ist da? Ja. Den habe ich übrigens am Stand getroffen, den Hugo. Warum hat er seine Frage nicht dargestellt? Warum muss ich die jetzt vorlesen? Gibt's ja nicht.
Er hätte gern für das Wandthermostat 230 Volt mit Schaltausgang die Möglichkeit, ein Messdiagramm zu erstellen, wenn der Schaltausgang an oder aus ist. Nee, weil wir im Moment diesen Parameter oder, wie soll ich sagen, diesen Datenpunkt tatsächlich nicht auswerten in der App. Mhm. Auch ja. Etwas, was man machen könnte. Technisch ist das Gerät dazu in der Lage, diesen Datenpunkt zu liefern, aber es ist eben nicht in der App integriert. Ja. Ja. Das sind so Dinge, die man mitnehmen kann, die mit auch mitnehmen werden, wo man aber eben nicht sagen kann, kommt das in naher Zukunft oder vielleicht auch nie, keine Ahnung. Ja. Ja. Nächste Frage, kannst du erklären, was man mit EasyVis-Kameras so in der App anstellen kann? Puh, ehrlich gesagt, nicht so richtig, weil ich die nicht benutze. Kannst du also, ein bisschen was erzählen? Also ich kann da ein bisschen was zu sagen. Du hast die tatsächlich schon im Einsatz gehabt, ne? Ich habe mal getestet. Okay. Also ich habe mir mal ein Testmuster mitgenommen, weil okay. ich selbst andere Kameras zum Beispiel habe. Ja. Aber ich wollte mir mal angucken, was damit geht. Und es ist im Grunde genommen jeder, der noch die SmartFrog-Kamera-Integration mhm. kennt, der wird sich da zu 100% wiederfinden. Wenn ein Alarm ausgelöst wird, kann man über einen Link in die App der Kamera springen ja, ja. und sich dort dann das Bild anschauen. Also es ist halt eben eher, ich sag mal, eine rudimentäre Integration. Ist jetzt nicht zum Beispiel wie bei Doorbird, wie wir es da planen, dass das Bild direkt in der Homatik ist. Ja, das wird ja direkt in der Homatik IP. Du musst halt eben in die EasyVis-App springen. Das ist ein automatischer App-Wechsel zu EasyVis-App. Genau, verknüpft halt eben mit der Alarmmeldung zum Beispiel. Okay. Ja, und das ist es eigentlich. Also getestet habe ich es tatsächlich nie. Ja. Ja. Okay. Ja. Das ist halt eben so rudimentär und dafür ist es auch okay. Aber ja. nichts mit Live-Bild einbinden Kachel nein, oder sowas, nein, nein, ne? Nein, nein, nein. Nein, nein. Okay. Das kommt dann erst mit Doorbird in der ja. Integration. Ja, genau. Haben wir noch eine Frage? Nur Fragen von Markus Sedlacek, die aber eher was für vier Augen mit dir sind, was auch Referenzhaus betrifft. Oh, Referenzhaus. Du wirst sicherlich was damit anfangen können. Jetzt kommt ja ein Pop-up, was mir den Chat blockiert. Kann man bei der Steckdose die grüne Kontrollleuchte dimmen oder abschalten? Also in der App, nein. genau, am Access Point, ja, oder auch am Hub, wenn wir das mal abkürzen wollen. Ja. Nein, an der CCU ist es möglich, ja. Ja. Schon. Da ist es tatsächlich möglich, da kann ich auch die interne Kontrollleuchte deaktivieren. Ja. Ja, also immer noch hat die CCU natürlich hier und da nochmal so einen Vorteil, aber man darf auch nicht vergessen, wie hoch der Einrichtungsaufwand ist. Mhm. Ja. Ja. Das ist so. Dann noch von Sascha Anonymous. Er hat den Homatic IP Gurtwickler jetzt abgeschrieben. Der wird wohl nie kommen, sagt er. Der was? Der Homatic IP? Gurtwickler. Gurtwickler, ja. Wird wohl nie kommen. Weiß ich nicht. Bin ich Sascha. Auch nicht. Also, ja. Wissen wir nicht. Ne? Aber ich meine, das mit dem Rohrmotor ist auch schon eine richtig coole Sache. Wir haben einen Rohrmotor gezeigt, das stimmt. Ja. Ja. Das ist schon eine coole Sache. Das stimmt. Finde ich auch nicht schlecht. Ja. Da ist natürlich, wer weiß, was da noch kommt, ne? Wer weiß, was da noch kommt. Man ist jetzt mit eigenen Produkten in der Beschattung unterwegs. Also waren wir vorher auch schon mit Aktoren, nee, ja, aber. Genau, mit Aktoren. Mit Aktoren, aber. Ja. Genau, und jetzt ja noch nicht, das wird ja noch ein bisschen das dauern. Das dauert noch ein bisschen, das stimmt. Deswegen aber sprechen wir da auch nicht so viel drüber, den Router. Nee, aber wir haben, also mich hat das schon beeindruckt, muss ich ehrlich sagen. Naja, mich auch. Aber wir haben auf der Light in Building Rohrmotor gezeigt mit Homatic IP-Technik drin. Und von den Features ja auch echt schon richtig, richtig cool. Ja, ja. Also mit zum Beispiel der Möglichkeit, einen Behang zu lösen, wenn er mal klemmt, dass du den tatsächlich ja einfach durch Stecker ziehen, manuell abwickeln kannst. Das habe ich so noch nie gesehen bei anderen Motoren. Auch die variable Geschwindigkeit ist ja eine richtig coole Geschichte. Ja, aber wie gesagt, lass uns doch mal nicht so sehr ins Detail gehen, weil das ist noch sehr, sehr, es ist sehr, noch weit weg, ja. Sehr, sehr weit ja, weg. Ja, aber trotzdem hat es mich beeindruckt. Ja, mich auch. Ja. Tatsächlich. Und jeder, der auf der Messe war und sich dafür interessiert, der war auch sehr beeindruckt. Der war sicherlich auch sehr beeindruckt. Ja. Okay, nächste Frage. Dann gibt es eine Möglichkeit, vom Access Point auf die HC umzusteigen mittels Assistent oder so. Also mein aktueller Stand ist, dass sofort der Migrationsassistent für die CCU zur Verfügung stehen soll. Richtig. Und für den Access Point nachgeschoben wird. Etwas später. Ja. Ja. Das ist mein jetziger Stand. Ich weiß nicht, ob du noch was Neues gehört hast, aber... Nee, das ist auch okay, mein Stand. Okay, dann sind Stand. Wir da zumindest auf einem Nenner. Ja. Ja. Genau. Ja, also soll es auch geben, aber möglicherweise ein bisschen...
etwas nachgelagert. Nach Marktstart, ja. Genau. Ja. Aber insgesamt, wenn wir mal angucken, da können wir jetzt natürlich auch leider nicht im Detail drüber sprechen, wenn man sich mal so anschaut, was wir noch mit der Home Control Unit vorhaben, das ist schon nicht schlecht. Das ist so. Das ist schon gut. Gut, muss ich sagen. Gefällt mir. Genau, ja, Sascha, wir verstehen das natürlich, dass für Mieter ein Rohrmotor nicht immer unbedingt die beste Lösung ist, dass teilweise auch gar nicht möglich ist. Das können wir aber auch nachvollziehen, ganz klar. Wie gesagt. Ansonsten, vielleicht wäre für Sascha ja noch das Hunter Douglas Kooperationsprodukt ganz interessant. Ne? Für den Innenbereich. Die Fusée, die Jalousien, die Rollos, gerade im Innenbereich, auch beschädigungsfreier am Fensterflügel anbringbar. Ja. Schon ganz cool, ja. Mhm. Na, guckst du das vielleicht nochmal an als Alternative. Ja. Aber ja, ist natürlich nicht direkt vergleichbar mit einer Außenbeschattung. Nee, genau. Na, aber für den einen oder anderen vielleicht doch noch interessant. Ja. Und von daher ist es auch da, auch bei dem Gurtwickler gilt natürlich die Regel, wie es bei dem Dimmaktor gilt, wenn da Interesse da ist und das Interesse kommuniziert wird, dann kann es natürlich auch die Wahrscheinlichkeit höher sein, dass da was passiert. Ja, so wie der Dark Mode in der App. So wie der Dark Mode. Ich musste mir auch nur 1000 Accounts anlegen, um zu sagen, hallo, ich möchte gerne einen Dark Mode haben. Jeden Tag hat er E-Mails geschrieben. Ja. Und zack, schon habe ich den Dark Mode. Schon. Ja. Ach, ja. Ja, jetzt, du kannst ihn ja jetzt auch schon nutzen, tatsächlich. Absolut. Das ist ein Traum. Auch, ne? Ja, manchmal öffne ich die App einfach nur, um den Dark Mode zu sehen. Um mich zu sehen. Ne? Einfach nur, schön um den Dark Mode. Und dann so denken so, ah, herrlich. Bin mal gespannt, ob da vielleicht an den Hintergrundbildern noch ein bisschen was passiert. Schauen wir mal. Ja, wer weiß. Ja. Schöne Sache. Ja, das ist so. Genau. Und Holger, soll ich fragen, was der Doppelrahmen macht? Danke nochmal. Oh ja, da wurde ich darauf angesprochen. Das habe ich noch nicht weitergegeben, ja. Aber da können wir hier direkt uns mal zu austauschen. Wir zwei. Ja, super interessant. Habe ich noch nie gehört, den Wunsch tatsächlich. Bin mal gespannt, ob du das schon gehört hast. Es geht um einen Homatic IP Doppelrahmen. Ja, also ich... Wirklich, ist noch nie jemand auf mich zugekommen, aber ja, ich kann das doch jetzt verstehen, ne? Wenn man sagt, ich möchte mir einen Wandthermostat und vielleicht einen Sechsfachtaster oder sowas in einen Rahmen packen... Hätte ich gerne von euch. Ja, also ich kenne den Verbesserungsvorschlag, weil ich aber auch erst kurz vor der Messe einmal die alte Liste durchgegangen bin. Okay. Es ist, muss ich aber ehrlicherweise sagen, im einstelligen Bereich gewesen im letzten Jahr. Ah ja, okay. Ja. Gut. Also so viel Nachfrage. Also für mich war das tatsächlich ganz neu, das Thema. Ja. Aber tatsächlich wurde der Wunsch schon mal geäußert. Ja, der kam vor. Okay. Ja. Naja, also dann... gebe ich es trotzdem gerne nochmal weiter, natürlich. Ne? Ja. Aber für mich war das tatsächlich das erste Mal, dass ich es gehört habe. Ja. Ja, nächste Frage. Interessensbekundung an Schaltaktoren für Wired, Routine-Montage dementsprechend mit Leistungsmessung. Mhm. Ist auch das ein oder andere Mal geäußert worden, ja. In der Tat. Mhm. Genau, und ansonsten, ja, hier wird nochmal bestätigt von Markus, dein Rahmen wäre echt schön. Und Stefan nimmt Gira. Ja. Ja. Ja, warum auch nicht? Kann man ja. Genau. Ja? Solange das 55er Maß ist, kann ich da ja problemlos meine Homatic-IP-Geräte eben platzieren. Mhm. Ja, mache ich übrigens genauso. Ja, brauche ich auch kein Geheimnis rausmachen. So sieht es bei mir übrigens auch aus. Da sitzen die Wandthermostate, die Sechsfachtaster typischerweise in Gira-Rahmen. Ja. Ja. Ansonsten, jetzt gerade sind es erstmal, bin von Divisi umgestiegen, vermisse die Außensteckdose. Ansonsten bin ich sehr happy, schreibt hier noch gerade jemand. Das freut uns natürlich zu hören. Ja. Ja gut, dann würde ich sagen, finden wir langsam Ende, oder? Ich würde auch sagen. Ja? Ja. Super. Also, dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, ihr habt noch mal so ein kleines bisschen zumindest erahnen können, was auf der Messe alles so passiert ist, was wir vorgestellt haben. Wie gesagt, ihr dürft natürlich weiterhin gespannt sein. Alles dürfen wir aktuell noch nicht erzählen, aber da kommt noch so einiges auf euch zu. Da könnt ihr euch sicher sein. Ja.
Ja, ich würde sagen, ich verabschiede mich schon mal. Ja, ganz, ganz lieben Dank an euch, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn Fragen auch nach dem Stream vorhanden sein sollten, könnt ihr natürlich in die Kommentare posten oder aber auch an fragtuns@eq-3.com, gerade wenn es ein paar komplexere Fragen sind. Du hattest irgendwie was von so einem Referenzhaus gerade genannt, ne? Ja. Ja, das ist zum Beispiel so eine ideale Frage, die ihr am besten eben per Mail dann mir zukommen lasst. Und dann würde ich Pascal das letzte Wort heute übergeben. Ja, das letzte Wort. Das letzte Wort. Nein, auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Wie gesagt, danke auch nochmal dafür, dass so viele von euch auf der Light in Building halt eben auch waren und auch Holger einen Gruß da gelassen habt. Absolut, ja. Und sonst hat es natürlich wieder Spaß gemacht und ich wünsche euch dementsprechend auch noch einen schönen Restnachmittag und Abend. Genau, schönen Nachmittag euch allen. Ciao.